Ah, toll. Ich ahne Schlimmes. Pantex. Okay. Welches tragische Schicksal hat diese arme Kreatur nur in die Kanalisation verschlagen? Es ist kalt, nass, dreckig. Und es gibt sogar gruselige Hexen, wie die da. Armer, armer Rufus. Okay. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Das sind nicht meine. Sie scheinen das anders zu sehen. Ja, aber ich hab's mir nicht ausgesucht. Glaub ich dir gerne. Falls du einen Tipp willst. Mama Cosimas selbst gehäkelte Schlupftüten sind extrem reißfest. Uff. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Wo ist hier eigentlich der Ausgang? Aus der Kanalisation? Es gibt keinen. Wer einmal hier unten gelandet ist, ist dazu verdammt, auf ewig hier zu bleiben. Auf ewig. Auf ewig. Dafür, dass Sie keine Hexe sind, schlagen Sie aber ganz schön auf die Kacke. Entschuldigung, seit ich die Pille abgesetzt habe, leide ich permanent unter diesen seltsamen Stimmungsschwankungen. Ja, was ein komischer Zufall, oder? Da würde ich ja mal vielleicht etwas näher drüber nachdenken. Vielleicht hat sie auch komischen Appetit entwickelt. Wo haben Sie die Nukleinsäure noch gleich hingebracht? Ich habe sie für die 5 Slotti an das Suez Inn verkauft. Life sagt, es sei eine Art Superdünger. Aber es war mein Superdünger. Das konnte ich nicht wissen. Immerhin werden ständig passable Düngemittel in die Kanalisation gespült. Und es passiert eher selten, dass Leute hinterher kommen, um Besitzansprüche anzumelden. Das kann ich gut nachvollziehen. Sie haben also 5 Slotti? Ja, alle 5. Hä? Hier in der Kanalisation gibt es nicht viel Geld. Genauer gesagt, es gibt exakt 5 Slotti. Und im Augenblick gehören sie mir. Hm? Klingt nach einem sehr überschaubaren, stabilen Währungssystem. Das war es. Bis Hedgefonds und Spekulationen am Finanzmarkt zu massiven Leistungsbilanzdefiziten führten. Ja, verstehe. Ja, natürlich. Ja. Leihen Sie mir Ihre 5 Slotti? Nein, ich will sie behalten. Ach, nun seien Sie doch nicht so. Was bringt denn aller Reichtum der Welt, wenn man ihn nicht mit seinen Freunden teilt? Ganz einfach. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Und Sie haben nicht zufällig Interesse an ein paar leckeren Kindern? So ein Zufall. Die kosten genau 5 Slotti. Aber Herr Rufus, Sie können uns doch nicht einfach so an fremde Leute verkaufen. Psst, jetzt. Das ist eine Erwachsenenunterhaltung. Keine Sorge, Junge. Ich bin nicht interessiert daran, mir von irgendeinem dahergelaufenen Dummkopf Kinder andrehen zu lassen. Ich will ja nicht so enden wie meine Mutter. No. Was soll das denn? Ich mach mich zum Affen. Dann haben Sie Ihren Willen und könnten mir eigentlich Ihre 5 Slotti geben. Also für mich klang das mehr nach einer verrosteten Wasserleitung. Heißt das, ich habe mich vollkommen umsonst erniedrigt? Nein, keine Sorge. Um sich zu erniedrigen, braucht man zunächst einmal ein gewisses Niveau. Ja. Das fehlt Rufus sowieso. Yummy, 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 lecker Kinderchen. Jetzt neu. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich bin nicht interessiert an deinen Belgern. Wenn ich wollte, könnte ich ein ganzes Getreidesilo voll von den Dingern haben. Aber ich habe mich nun einmal für die Karriere entschieden. Genau. Ich muss gehen. Aber warum denn? Es war doch gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Lecker. Pilz. Man braucht keine mykologische Ausbildung, um zu erkennen, dass dieser Pilz hier vollkommen ungefährlich ist. Natürlich. Aua. Ich soll mich doch zum Affen machen. Aua! Die Pilze hier vielleicht nacheinander antippen? Oh. What the fuck? Was?
Aua! Okay. Ja, gut. Aua! Da oben ist noch einer. Was für geile Pilze. Aua! Zauberpilzsammler Errungenschaft freigeschaltet. Okay, kann man so machen. Ja gut. Ich glaube, das bringt dann doch nicht so viel. Da ging es zur Laterne. Wo geht's da hin? Und alle kommen so brav mit. Oh mein Gott, was? Du spinnst, Rolfi. Wieso denn? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern. So. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden ja sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Ja. Wie ging das doch gleich? Kinder sind Freunde, kein Futter oder so, ne? Okay, wir haben Fernseher, eine Antenne. Na, da habe ich mir was eingebrockt. Mensch, jetzt beklauen sie mich alle mit meinem Ruhm. Ich fass es nicht. Hey, hey. Und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Okay. Platz. Bin ich da hoch? Tatsache. Hebel. Aha. Strom. Ideale Stelle für ein Nachtlager. Oh nein. Das erkennt doch ein Blinder mit einem Krückstock. Oh Gott. Ja gut. Na, was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Sind Sie sicher? Na klar. Es ist windgeschützt, überdacht. Es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Bittchen Angst. Du sagst es, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. Sowas wie Monster gibt es doch gar nicht. Außer natürlich diesem Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hätte. Genau. Oh, ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Die Greifwerkzeuge und die langen Beine. Oh. Oh Gott, ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da. Was wollte ich doch gleich? Die wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, das Nachtlager. Ja, also das... Ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Oh, ey. Neckerkatze24.de. Mhm. Erstmal Werbung. Es ist dunkel und kalt, hat er gesagt. Und was? Na, ich sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Kalt und dunkel. Ach, alles gut. Brauchst mir nichts geben. Ich hab genug. Antenne. Sicherung. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Stromspitzen. Ich muss also eine Stromspitze herbeiführen irgendwie. Wie mache ich denn das am besten?
Kann da nicht wirklich viel machen. Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. Okay. Gut, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Gehe ich mal davon aus. Deswegen schauen wir mal weiter hier. Was soll man hier? Kurbel Ausruf. Wagenheber, Müffchen, Drehorgelspieler, Türsteher, Kinder. Ah, Gun und June. Den Gun, den kennen wir doch. Der war doch bei dieser. Bei der Kanalisation. Den haben wir doch einen Schuh gegeben. Eine Kiste. Aber hier? Sprosse. Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Ach, ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey, psst. Niedlich. Die haben ja schon Freunde gefunden. Interessant. Moment mal. Diese Obdachlosen kenne ich doch. Boon, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Oh nein. Alles, nur das nicht. Ist das ein Freund von dir? Weit davon entfernt. Himmel, Boon. Warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Laufen. Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe drei verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß. Du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur Salvano. Wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber gut. Na gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle. Ein wärmendes Lagerfeuer. Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hättet ihr Spaß gehabt. Spaß? June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Gun nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal. Da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genauso zu stinken wie die. June, glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, solche Partys hatten wir damals auch. Du. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und Stand jetzt könnte ich nicht glücklicher sein. Eine Woche. Glücklicher? Ja, war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Das wird nicht gut enden.
Ihr beide seid so richtig zusammen? So mit allem drum und dran? Knick, knack? Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super. Auch knickknack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat nochmal so richtig einen Neustart bekommen. Schön umschrieben. Sie wurde doch immer so kindisch. Ja, jetzt ist sie ein Kind. Und ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, Es geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus? Eine Villa. Die schönste Hausvilla für das schönste Paar von Porta Fisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus, nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Gun, was ist denn los mit dir? Ich muss mich bei dir entschuldigen, Gun. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Gun, was ist denn nur in dich gefahren? Das ist so gemein. Schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss, um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, nichts tun. Es ist gut, hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde die trennen. Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Ja, klar. Glücklich im Rinnstein, ihr Spaßvögel. Aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Radikal klingt gut. Was hast du vor? Sag ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Gun? Und zitterst du etwa? Oh, halt mich. Zitterst du etwa? Wir sehen uns. Bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Gun. Okay. Was haben wir da oben? Heizstrahler. Eine elektrische Wärmequelle für den Hausgebrauch. So ein neumodischer Schnickschnack. Was ist aus dem guten alten Dachstuhlbrand geworden? Kann ich mir den Heizstrahler ausborgen? Naja, es ist schon recht kalt hier. Aber wenn es nicht lange dauert... June, lass mich das mal machen, okay? Wofür brauchst du ihn denn, Rufus? Naja, ich dachte... Oh, da fällt mir ein, dass die Garantie verfällt, wenn wir ihn verleihen. Genau, wenn wir ihn verleihen, ja. Sorry, Rufus. Ein andermal. Vielleicht. Okay, das ist ein Gullideckel. Gullygitter, meine ich. Hm? Rufus? Bist du das? Nein, du spiegelst dich nur in einer Pfütze an der Bordsteinkante. Natürlich bin ich es. Warte mal, du bist in der Kanalisation gelandet? Haha, du sitzt ja voll in der Scheiße. Wenigstens tue ich was Nützliches. Toilettentieftauchen. Toll. Ich habe Goal gefunden und weiß, wo die Nukleinsäure ist. Und was hast du geschafft? Ich habe meinen Mantel sauber gehalten. Hast du in deinem sauberen Mantel auch schon die Rebellen alarmiert? Noch nicht. Dafür habe ich Boso getroffen. Leider ist er nun wirklich keine große Hilfe. Und das ist eine Neuigkeit? Nee, das nicht. Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, dass wir uns durch dieses Gitter hindurch austauschen können. Ja, das könnte noch nützlich werden. Ich könnte dir Gegenstände nach unten reichen. Oh, nee. Ach, es wäre doch zu schön, wenn es dafür ein neues Interface-Element gäbe. Bling. Mensch, okay. Toll, du.
Ich hoffe, es funktioniert auch andersrum. Na schön, ich guck mich dann mal weiter um. Vielleicht finde ich ein bisschen Klopapier für dich. Wenn du die Wahl hast, nimm das dreilagige mit den Luftpolstern. Klopapier mit Luftpolstern? Was? Okay, ich hab halt nichts. Ich weiß auch nicht, wo der daherkam. Ja, nur Rufus, weil mit den anderen bin ich ja noch gar nicht da. Scheinbar bin ich da. Sommersiedlung. Was ist denn das da? Teigtaschenfrau. Sie sieht selber aus wie eine große XXL-Teigtasche mit Hackcreme-Füllung. Hm, köstlich. Hallo. Hallo. War das alles? Einfach nur Hallo? Was willst du hören, ha? Willkommen im Teigtaschenparadies? Ist das Schild vielleicht zu dezent? Geht noch. Oh Mann. Was verkaufst du hier? Das hier ist ein Modegeschäft. Ich verkaufe Herrenanzüge und farblich dazu abgestimmte Designerhüte. Für mich cool. Sieht es eher wie ein Teigtaschenstand aus. Wow. Gut kombiniert, Inspektor Müllweste. Warum fragst du überhaupt, wo du doch offenbar einen Lügendetektor verschluckt hast, oder? Ja, das weiß ich auch nicht. Gibt's irgendwelche Sonderangebote? Ich habe hier Teigtaschen für 1 Slotti 25. Wenn dir das nicht besonders genug ist, solltest du irgendwo hingehen, wo sie blinkende Schilder haben, auf denen Sonderangebot steht. Aber rechne damit, dass die Teigtaschen dort teurer sind. Weil Schilder nämlich nicht umsonst anfangen zu blinken. Das ist wahr. 4 Teigtaschen bitte. Sorry, meine Aushilfe hat gekündigt. Du hattest eine Aushilfe? Ja, keine Ahnung, wie er die Fußfessel aufbekommen hat. Warum machst du die Teigtaschen nicht einfach selber? Ich hatte eine Operation. Der Doktor sagte, ich darf mich nicht zu viel bewegen. Verflucht sei mein großes Herz. Wieso? Hast du eine Niere gespendet? Nein. Hör doch zu. Ich sagte, mein Herz ist zu groß. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Okay, sie braucht also auch eine Aushilfe. Ah. Ist hier ein Baby vorbeigekommen? Ich weiß nichts von irgendwelchen verschwundenen Babys. Und niemand kann mir das Gegenteil beweisen. Ach komm schon. Es müsste gerade erst hier vorbeigekommen sein. Ach so? Dann weiß ich es tatsächlich nicht. Ja, die ist ja nett. Kennst du den Weg zum geheimen Rebellenlager? Einfach hinter mir die Straße runter. Und das verrätst du mir einfach so? Was, wenn ich ein Spion des Organon wäre? Tja, man kann eben nie für alle Fälle vorplanen. Du könntest genauso gut ein mutierter Grippevirus sein. In dem Fall hätte ich gar nicht mit dir sprechen sollen. Ja, das ist natürlich wahr. Wenn ich ein mutierter Grippevirus wäre, ne? Also dann natürlich. Du suchst deine Aushilfe? Du kannst also lesen, bravo. Ich suche einen schmucken Mann, der unter mir arbeitet. Schade, dass ich zu tun habe. Ich sagte ja auch Schmuck. Oh. Also ich sehe wirklich kein Schild, wo drauf steht, suche Aushilfe. Wenn das die Schilder hier sein sollen, dann habe ich keine Ahnung, was da drauf steht. Hast du inzwischen eine männliche Aushilfe gefunden? Ja, aber ich habe ihn schon aufgegessen. Das ist ein Witz, oder? Wenn man es erklären muss, ist es auch kein Witz mehr. der Humor gefällt mir. Für mich erstmal gar nichts. Gute Wahl. Davon gibt's ja reichlich. Okay, da ist Rufus, da ist ein Schild. Männliche Aushilfskraft gesucht. Oh. Na, da kann die lange suchen. So, wo waren die Trümmersiedlungen?